danke. Ich freue mich, dass ich eingeladen worden bin. Und ehrlich gesagt, ab und zu genieße ich das nicht, irgendwo rumzufahren, um Vorträge zu halten, sondern mal auf diese Weise in Kontakt zu kommen mit engagierten Menschen. Ich freue mich auch, dass die Runde ziemlich groß ist. Am Anfang will ich ganz kurz die Arbeitsstelle Eine Welt vorstellen. Also 1996 wurde sie gegründet und ich war die Erste und bin hoffentlich nicht die Letzte auf der Arbeitsstelle. Und der faire Handel war für mich lange Zeit das Hauptthema. Ist immer noch ein sehr wichtiges Thema, aber es kommen auch andere Themen dazu. Am Schluss, wer das noch nicht kennt, zeige ich auch den Link. Da können Sie mal auf die Website gehen und nachschauen, was es alles für Themen noch gibt. Aber mit Weltwirtschaft haben die irgendwie alle zu tun. Und vor schon einiger Zeit, vielleicht sind es schon 10 Jahre, haben die Umweltbeauftragten der EKD eine Initiative gestartet, die nennt sich Zukunft einkaufen, glaubwürdig wirtschaften in Kirchen. Und diese Initiative wurde von Brot für die Welt materiell unterstützt und konnte so mit einigen Mitarbeitenden herausfinden, was Gemeinden brauchen, haben Material zusammengestellt und es gab auch noch Geld für Projektstellen. Und in allerletzter Minute haben wir auch in Sachsen hier noch etwas Geld abgefasst und 4 Jahre lang hatte ich eine Kooperationspartnerin auf einer Projektstelle, die nannte sich Zukunft einkaufen, mit Schwerpunkt in Leipzig, aber sie war auch sachsenweit unterwegs und hat da einiges in Gang gesetzt. Wenn jetzt Leute aus Leipzig hier in dieser Runde sind, die werden vielleicht sagen, oh, hätte ich das gewusst. Aber wir haben natürlich immer nur einen begrenzten Zugang zu Interessentinnen. Da kommt es immer drauf an, auch was die Landeskirche für eine Öffentlichkeitsarbeit macht. Jedenfalls Zukunft einkaufen hat sich zunächst eben auf Öko-Beschaffung spezialisiert, aber dann auch in Zusammenarbeit mit uns, den Beauftragten für kirchlichen Entwicklungsdienst, gemeinsam die Themen bearbeitet. Und ich will am Anfang nur ganz kurz zeigen, welche Kraft oder welche Macht Kirchen haben. Also wir individuell kaufen vielleicht schon öko-fair ein, aber wenn das eine Gemeinde macht oder kirchliche Institutionen, dann hat das noch ein viel größeres Gewicht. Also bevor ich die Zahlen nenne, wie viel Macht wir haben, ist ganz klar, an erster Stelle stand die Bewahrung der Schöpfung und mehr soziale Verantwortung. Wir haben eine Marktmacht, die kirchliche Marktmacht können wir nutzen. Wir sind Vorbilder für nachhaltigen Konsum und Lebensstil und wir können globale Entwicklungen unterstützen. Und hier mal in Zahlen das Beschaffungsvolumen der evangelischen Kirche in Deutschland. 23.000 Kirchen und Kapellen, 12.000 Gemeindehäuser, 24.000 Pfarrhäuser, 9.000 Kindertagesstätten, 8.400 Verwaltungshäuser, 400 Krankenhäuser, 3.500 Einrichtungen der stationären Altenhilfe. Also wenn die alle umstellen auf ökologische und fair gehandelte Produkte, da verändert sich tatsächlich was am Markt. Und wenn wir jetzt mehr Zeit gehabt hätten, hätten wir gemeinsam zusammentragen können, welche Produktbereiche das betrifft. Ich habe dann auch noch konkrete Beispiele, aber hier können Sie mal einen Blick darauf werfen, was alles möglich ist bei der Umstellung auf ökofaire Beschaffung. Aber keine Angst,
Sie müssen nicht sofort alles umsetzen. Man kann jetzt schon sozusagen einen Blick drauf werfen und sagen, ach, das würde ich gerne umsetzen. An einer Stelle will ich auch darauf hinweisen, wir haben die Grab- und Natursteine ganz ziemlich oben rechts. Da hat die Stelleninhaberin von Zukunft Einkaufen, die Doris Kriegel, es tatsächlich geschafft, Friedhöfe, also in dem Fall erstmal kirchliche Friedhöfe und Steinmetze zusammenzubringen und zu überlegen, wie fair gehandelte oder aus Natursteinen, die nicht aus den Ländern des Südens kommen, mehr ins Bewusstsein gerückt werden können und welche Schritte da gegangen werden können. Da gab es auch Veranstaltungen dazu und in Leipzig ist es tatsächlich gelungen. Da lagen überall, ich weiß nicht, ob die jetzt noch da liegen, auf den Friedhöfen die Informationsblätter und auch Links, wo man sich noch besser informieren kann. Aber das war auch ein Signal in die Stadt Leipzig und da gibt es die Bemühungen um die Fair Trade Town. Also Leipzig ist schon Fair Trade Town und muss da einiges umsetzen. Und sie haben dann auch die Grab- und Natursteine ins Bewusstsein, mehr ins Bewusstsein gerückt. Aber wie das immer so ist, da kommen wir am Ende sicher auch noch mal drauf zu sprechen, wenn es keine konkrete Ansprechpartnerin gibt, die auch direkt in die Gemeinden geht und dort unterstützt, da ist es wirklich sehr schwer für einzelne Menschen, da aktiv zu werden. Aber ich habe ja auch am Anfang gesehen, dass viele schon Erfahrung haben in der Gewinnung von Ehrenamtlichen. Da wird das dann sicher auch gelingen. Und inzwischen haben sie sich sicher auch einige andere Beispiele angesehen. Vielleicht noch ganz unten links Energieversorgung, Ökostrom und Biogas. Ökostrom benutzen vielleicht schon einige Gemeinden und wir haben diese Initiative, die kam auch von den Umweltbeauftragten, den grünen Hahn, da haben Sie vielleicht auch schon mal was davon gehört und so weiter. Ja, das Beispiel wäre zum Beispiel das Ökofähre Gotteshaus und Gotteshaus ist ja kein üblicher Begriff für die Evangelischen und deswegen werde ich jetzt darauf hingewiesen, dass das natürlich eine ökumenische Aktion ist, also evangelische und katholische Umweltbeauftragte und auf der Seite der Weltverantwortung und kirchlicher Entwicklungsdienst. Wir ziehen da alle an einem Strang. Und Sie sehen hier auch unten links die Steine, betrifft nicht nur Grabsteine, also das ist eine interessante Information, wer sich da näher damit beschäftigen möchte, wo die Steine herkommen, unter welchen Bedingungen die hergestellt werden und so weiter. Das ist ein Thema auch oder war zumindest ein Thema der Arbeitsstelle Eine Welt. Und selbst beim Abendmahl, wenn Weintrauben oder Brot benutzt werden, kann das biologisch eingekauft werden. Und mit Büromaterialien haben sie sich sicher beschäftigt, weil die meisten haben ja gesagt, Ökopapier ist wichtig, ist ein großes Anliegen. Da habe ich dann auch noch ein paar Zahlen. Und ansonsten von Ökostrom links bis rechts Elektrogeräte und selbst bei der Anschaffung von Computern kann man jetzt Unterstützung bekommen und Hilfeleistung im Blick darauf, welche Geräte auch mit nachhaltigen Produkten hergestellt werden. Ich habe zum Beispiel ein fair gehandeltes Smartphone, also ein Fairphone, vielleicht kennt das auch schon jemand. Das habe ich jetzt 5 Jahre und das ist immer noch in Ordnung und da sind Rohstoffe verbaut, die nicht zum Beispiel aus Minen kommen, wo Kinder diese Rohstoffe abbauen.
Ja, jetzt ein kurzer Blick in die Beschaffungsrichtlinien, damit Sie dann schon mal eine Idee haben, worum es geht, wenn ich weitere Beispiele zeige. Im Amtsblatt 2018 sind die Beschaffungsrichtlinien veröffentlicht worden. Es gab und gibt immer noch eine ökumenische Arbeitsgruppe, die nennt sich Zukunft Einkaufen in Sachsen, haben wir die gegründet. Und die hat die Beschaffungsrichtlinie erarbeitet und die wurde zum Glück im Landeskirchenamt verabschiedet. Das Amtsblatt vom Juni 2018, das können Sie sich ja aufschreiben und finden das vielleicht in Ihrer Kanzlei. Und da gibt es hier die Richtlinien, die stehen auf einer Seite. Und da gibt es erst eine theologische Begründung, weshalb wir als Christinnen und Christen Verantwortung haben für diese eine Welt. Und dem möchte sich auch die Landeskirche stellen und bittet die Gemeinden bei der Beschaffung auf Öko-Siegel und Fairtrade-Siegel zu achten. Es gibt dann noch ein Zusatzblatt, da wird das ein bisschen näher beschrieben. Es gibt einen kleinen Haken, einen kleinen Kritikpunkt an der Richtlinie. Denn diese Richtlinie spricht immer von soll oder kann und nicht muss. Also das ist in die Freiwilligkeit gestellt. Die Erfahrungen, die ich gemacht habe mit den Gemeinden und auch kirchlichen Institutionen, die haben uns dazu veranlasst, das so zu formulieren. Und ansonsten wäre es vielleicht auch nicht durch das Kollegium im Landeskirchenamt gegangen. Also es ist freiwillig und schön, dass sich so viele interessieren, aber sie ist für die Debatte im Kirchenvorstand, wenn Sie sich im Kirchenvorstand entscheiden wollen, anzufangen mit ein oder zwei Produkten und die umzusetzen, dann haben Sie die Hilfestellung, die Richtlinie des Landeskirchenamtes. Und außer Kraft gesetzt ist bei der Beschaffung dieses muss möglichst günstig eingekauft werden. Also dieses Argument können Sie jetzt mit den Richtlinien außer Kraft setzen. Weil die meisten von Ihnen wissen auch, dass es hier und da mehr kostet. Aber in Leipzig hatten wir zum Beispiel, also diese 4 Jahre, eine Einkaufsplattform eingerichtet. Da haben einige Gemeinden sich zusammengetan und es gab einen Bioladen und den eine Weltladen in Leipzig, die über diese Plattform ausgeliefert haben. Und je mehr bestellt wird, ist klar, desto preiswerter ist es dann auch. So, und dann gibt es halt noch diesen Anhang. Das sind 5 Seiten, das kann ich jetzt nicht drehen, aber die heißt Produkttabelle. Sie können, wenn Sie in der Suchmaschine eingeben, Beschaffungsrichtlinien der EVLKS, da kommen Sie auch auf die Website und finden diese Produkttabelle. Da stehen die Artikel, also von Strom und Heizung und Wasser angefangen, also erstmal und auch Computer. Dann werden die Kriterien beschrieben. Ein Siegel wird beschrieben und wir sitzen am Freitag wieder zusammen bei der Vorbereitung auf die Veranstaltung. Ist mir klar geworden, da könnte das Siegel eigentlich auch abgedruckt werden, weil inzwischen gibt es so viel Siegel, dass wir manchmal auch gar nicht mehr durchblicken. Jeder will fair gehandelte Produkte anbieten, aber ohne Siegel ist ganz klar, also die wollen die Marktmacht nicht abgeben, Discounter und so weiter. Und dann haben sie noch eine mögliche Bezugsquelle da aufgeschrieben. Vielleicht wissen Sie auch, dass es einen Vertrag gibt,
mit wird hier auch angegeben. Aber also Lichtblick und so kennen Sie vielleicht auch. Aber Memo ist die Stelle, die Einkaufsstelle für die EKG. Und so dass ökologische und teilweise fair gehandelte Produkte jetzt da sozusagen Massen abgenommen werden, nicht mehr den hohen Preis zu zahlen gilt, den es für einzelne Produkte und Einzelanschaffungen, den man da mal gezahlt haben musste. Also das sind jetzt 5 Seiten, da will ich nicht im Einzelnen drauf eingehen. Ich habe ja erwähnt, Siegel sind undurchsichtig. Ich möchte zu 3 Siegeln ganz kurz was sagen. Einmal die GEPA, also manche kennen das alles schon, aber ich muss sie alle mitnehmen. Die GEPA ist die Fair Trade Company, auch wieder ökumenisch der katholischen und evangelischen Kirche und wurde mal initiiert von den katholischen und evangelischen Jugendverbänden. Der Frank Richter weiß vielleicht besser, wie lange es die GEPA gibt, aber das muss schon so 50 Jahre her sein. Und die GEPA hat auch angestoßen, aber zusammen immer mit den Weltläden, dass ein Fairtrade-Siegel auch geschaffen wird. Das kostet natürlich, also die Unternehmen, die fair anbauen, also zu fairen Löhnen, zu Sozialstandards und was da dazugehört, die Unternehmen müssen sich siegeln lassen mit dem Fair Trade Siegel. Das kennen Sie vielleicht auch. Und da gibt es, diese Kriterien werden dann auch kontrolliert bei den Produkten. Da gibt es bestimmte Entwicklungen, da kann ich jetzt auch nicht drauf eingehen, aber das Fair Trade Siegel ist eine Garantie für fair gehandelte Produkte. Also mein Bereich ist ja Gerechtigkeit, also wollte ich gerne auch ganz kurz was zu dem fairen Handel sagen. Und inzwischen ist es aber so, ja, weil das Fair Trade Siegel etwas kostet und die GEPA manche Standards noch höher angesetzt hat, wurde beschlossen, dass es einige Produkte der GEPA nicht mehr mit dem Fairtrade-Siegel gibt. Also wenn Sie, und inzwischen haben ja auch Discounter fair gehandelte Ecken, jedenfalls in größeren Orten, und manche haben auch in ihren Regalen GEPA-Produkte, und die können Sie beruhigt kaufen, auch wenn da kein Fairtrade-Siegel drauf ist. Und wir werben auch immer dafür, also auch weil wir wollen, dass diese, wir jetzt die aktiven Aktivistinnen wollen, dass die GEPA weiterhin erfolgreich arbeitet. Bewerben wir die GEPA und da sind die, so mache ich das und sage das auch, die Weltläden, diejenigen, die sozusagen die echten, hochstandardisierten, fair gehandelten Produkte verkaufen. Also wenn Sie eine Wahl haben in Ihrem Ort oder in einem nächstgelegenen Ort, auch im Weltladen einkaufen zu gehen, dann ist das der echte Ort für, also auch teilweise öko und faire Produkte. Und eins ist vielleicht auch noch ganz interessant, im Winter vor allem, wenn dann aus den eigenen Gärten die Blumen nicht mehr für den Altar oder so gestellt werden und Blumen gekauft werden, dann gibt es ein Label, das heißt Flower Label Programm. Es gibt aber auch Blumen mit einem Fairtrade-Siegel, aber Flower Label ist quasi auch wieder das hochwertigere Siegel. Das könnte man jetzt auch diskutieren, weil es natürlich auch schwierig ist, aus Kenia die Blumen hierher zu transportieren. Das ist dann nicht mehr ökologisch. Aber sozusagen, wenn man schon kauft, dann
Blumen kauft, dann halt mit dem Label. Ja, ich habe noch die zwei Beispiele. Thema Kaffee, das war von Anfang an mein Thema, mit dem ich in Gemeinden hoch und runter gefahren bin. Ich habe es nicht gezählt, ich sollte das mal zählen, in wie vielen Gemeinden ich war, habe aber in der Regel nicht nachverfolgen können, wie viele Gemeinden dann wirklich auf fair gehandelten Kaffee umgestiegen sind. Mich hat diese Grafik mit den Tassen, die relativ neu ist, sehr aktuell, schon irritiert. Also so viel Bildungsarbeit, wie wir alle machen, auch die Bildungsreferentinnen in den Eine-Welt-Vereinen und die Weltläden. Und da ist nur von 100 Tassen sind da 6,7 Tassen werden fair gehandelt, getrunken. In den Kirchen sind das, und es hat mich auch erschüttert nach so einer Kampagne, in den Kirchen wird die Zahl, habe ich auch ganz aktuell gehört, nicht gefunden, 10% der Gemeinden und kirchlichen Einrichtungen, die fair gehandelten Kaffee trinken. Also schon das wäre ein Projekt wert. Und seit einigen Jahren ist ein neues Thema dazugekommen, immer mit politischen Aktionen, auch Kakao. Da gibt es sehr schönes Bildungsmaterial und das kann man bei mir ausleihen, beziehungsweise ich bin dann in Katechetinnenkonvente und Pfarrkonvente gegangen und habe auch über die Arbeitsbedingungen, Anbaubedingungen berichtet, wie der Preis entsteht, wer dran verdient und wie die Alternative der GEPA aussieht. Und da gibt es eben Material für alle möglichen Gruppen und Kreise, für Gottesdienste, für Veranstaltungen und Kindergruppen oder junge Gemeinden kann man dann auch Schokolade selber herstellen und sich auch vor Augen führen, was das für ein Genuss ist und dass man auch deshalb schon ein bisschen mehr zahlen könnte als die billige Schokolade im Discounter. Also von dem Kakao-Projekt bin ich wirklich sehr begeistert. So, und Beispiel Papier, vielleicht wissen Sie das alles, aber am Ende vielleicht nicht zusammengefasst, beim das Einsparpotenzial bei 100%igem Recyclingpapier sind 70% Wasser, 60% Energie, 100% Holz und 20% CO2. Also auch da, wenn man nur da umstellt, hat man schon viel erreicht. Kürzlich hat jemand aus einer Landeskirche nachgefragt, wie in anderen Landeskirchen das gehandhabt wird, weil es immer noch das Argument gibt, unsere Kopierer, unsere Maschinen, die reagieren dann ungünstig drauf, die nehmen das nicht an, das knittert. Und wer da Bedarf hat an Argumentationsmaterial, da haben dann einige das Material rumgeschickt, das habe ich gesammelt, da kann ich auch Argumentationshilfen bieten, kurz zusammengefasst, jeder Drucker ist in der Lage, Recyclingpapier zu bearbeiten. Insgesamt heißt es CO2 reduzieren oder vermeiden. Bei den letzten Klimakonferenzen, Weltklimakonferenzen, war das ein großes Thema. Es ist in unserem Land, im Parlament, in der Regierung ein Thema. Die Länder verpflichten sich, weniger auszustoßen. Die Bundesregierung hat jetzt nochmal nachgebessert, aber die Bundesregierung kann eigentlich auch nur in Teilen dafür sorgen. Es gibt eben auch das individuelle und das gemeinschaftliche Verhalten und eben auch in unseren Gemeinden, und da sind das hier auch wieder Punkte, die man beachten kann.
wenn Veranstaltungen stattfinden. Das lesen Sie sich vielleicht selber ganz schnell durch. Das sind einige Sachen, aber das sind Punkte, die ich auch erwähnt habe und über die man nachdenken könnte. Und jetzt komme ich zu den Arbeitshilfen und dann noch zu den Links und dann können wir in die Fragerunde eintreten. Ich hatte das schon erwähnt, Zukunft Einkaufen hat Arbeitsmaterialien erstellt. Einmal gibt es ein Heft Ökofaire Beschaffung. Da werden die Produkte aufgelistet und eigentlich ähnlich wie bei den unseren Beschaffungsrichtlinien auch Hinweise gegeben. Und das andere Heft beinhaltet eine Checkliste. Die ist ziemlich umfangreich, aber in den Modellgemeinden hat die Doris Kriegel eben auch mit verschiedenen Gruppen gearbeitet. Und in einer Gemeinde konnte sie die junge Gemeinde dafür gewinnen, sich mal mit der Beschaffung der Kirchgemeinde zu beschäftigen. Also die waren dann auch in der Kanzlei und haben mit verschiedenen Leuten gesprochen in der Gemeinde, die beschaffen sozusagen und haben dann ausgefüllt, was alles in dieser Gemeinde beschafft wird und haben dann mit dem anderen Heft nachgesehen, wo und wann eingekauft werden kann und was. Ich habe jetzt noch einige dieser Hefte da und meine Stelle kann man ja schon so sagen, die wird nur noch zu 50% weitergeführt und nur für 2 Jahre. Die kann sich unmöglich mit allen Themen beschäftigen und ich habe noch einen großen Karton mit diesen Heften. Also wer Interesse hat, da stelle ich auch noch bis Mitte Juni Materialien zusammen für die Gemeinde und das ganz rechts, der Hinweis, das ist eigentlich ein kleines Heft mit Argumentationshilfen heute für die Zukunft einkaufen. Da kommen so Argumente von Leuten, warum das alles nicht geht und dann wird vorgeführt, was alles geht. Ich habe sogar noch Hefte, da gibt es Beispielgemeinden, aber mit Papier will ich sie nicht überschütten, aber Sie können mir gerne auch schreiben und sagen, was Sie brauchen oder gerne hätten. So, der letzte Punkt, der ist der wichtigste und ich glaube, da werden wir dann auch drüber reden, miteinander reden. Also in der Hoffnung, dass Sie auch Menschen finden und gewinnen können für das Anliegen. Und eine kleine Gruppe zusammenstellen. In manchen Gemeinden waren das 3 bis 4 Leute. Die haben aber am Ende doch was bewegt. Und wenn Sie dieses Team haben oder eine Gruppe in der Gemeinde, es gibt auch Gesprächskreise, die sich für diese Themen interessieren und die sowas gerne mal machen würden, denen kann man dann die Beschaffungsleitlinien, Richtlinien heißt es bei uns, Bundesebene heißt es Leitlinien, kann man dann die Leitlinien vorstellen und dann halt die Bestandsaufnahme machen und sich festlegen. Hier steht Beschaffungsordnung, aber ich ermutige, es hat auch viel Sinn, mit 1 oder 2 Produkten zu beginnen und das dann diesen Plan zu erarbeiten, wie sie das tun. Also wenn man sich dann wieder mal treffen kann, auch zu Gemeindefesten und in Gesprächskreisen damit anfangen. Die Weltläden sind gerne bereit, da auch behilflich zu sein. Kaffeeverkostung habe ich hoch und runter gemacht und da mit Hintergrundinformationen natürlich und dann kann man sich auch den Kaffee aussuchen oder man macht es einfach selber, kauft mal 2, 3 fair gehandelte Kaffees und lässt kosten und dann entscheidet die Gruppe.
Bundesweit gab es ein Siegel dafür, aber es gibt wirklich wenig Gemeinden, die fast komplett umgestellt haben. Und auf Bundesebene bei diesen Treffen habe ich immer gedacht, wenn ich das gehört habe, oh, die Landeskirchen im Westen, die sind ja schon weit und was die alles machen. Die haben aber ganze Abteilungen für kirchlichen Entwicklungsdienst, das ist das eine. Und das andere, bei der Vergabe der Siegel hat sich herausgestellt, dass die wenigsten Gemeinden bundesweit wirklich so ein Siegel erringen konnten. Aber wir haben es geschafft mit der Peterskirchgemeinde in Leipzig. Die hat komplett umgestellt und könnte auch hier und da noch behilflich sein, wenn da Fragen auftreten. Und hier die Links. Also es gibt quasi eine Website auf der landeskirchlichen Stelle über die mein Arbeitsfeld Gesellschaft Gerechtigkeit eine Welt, oder ich habe auch noch eine eigene Arbeitsstelle Website arbeitsstelle-eine-welt.de. Wir haben aber glücklicherweise, anscheinend liegt das den Menschen näher, sich mehr für Umwelt einzusetzen, weil man dann das unmittelbar den Erfolg auch hier sieht. Und wir haben tatsächlich in Sachsen 75% eine Umweltreferentin, die Anne Römke, und zu 25% eine Bildungsreferentin in Kornsales in der Heimvolkshochschule. Die arbeiten aber zusammen, die haben neu angefangen, die sind ganz engagiert und die können in die Gemeinde eingeladen werden. Vor allem die Anne Römke, die ist Umweltpsychologin, und das würde Sinn machen, wenn man zum Beispiel mal, also mehr Leute gewinnt, auch im Kirchenbezirk, vielleicht mal eine Bezirkssynode, die thematisch abläuft, oder irgendeine Veranstaltung in der Region und die Anne Römke einladen, die so ein paar psychologische Aspekte benennen kann, die eine Rolle spielen bei der quasi Überwindung der Ablehnung von ökofairer Beschaffung, oder die entwerfen auch Veranstaltungen, Gemeindefeste und so weiter. Zukunft Einkaufen hat eine Website immer mit aktuellen Informationen und auch aktuellen Kampagnen oder Zahlen. Da habe ich die aktuellen Zahlen her. So, jetzt habe ich meine Zeit fast eingehalten. Dann stoppe ich mal hier. Vielen Dank für diesen Impuls, für die zahlreichen Anregungen und Hinweise, was es alles für Siegel gibt. Und mir ist auch nochmal klar geworden, welch großer Handlungsbedarf da auch nochmal steht. Also gerade anhand des Beispiels mit dem Kaffee und dem Umfang, den die EKD im Einkauf insgesamt einnimmt, und wie Kirchgemeinden im Kleinen eben zu diesem großen Ganzen auch mit beitragen. Also herzlichen Dank. Im Chat haben mich zwei Fragen erreicht. Die eine Frage dreht sich so ein bisschen um regionale Produkte. Also wo macht es Sinn, regional einzukaufen? Wo ist es möglich? Ne? Weil Kaffee scheidet ja eher aus. Aber wir hatten ja schon so ein bisschen die Grabsteine zum Beispiel. Die andere Frage beschäftigt sich mit damit, dass wie man so diese Einstiegshürde überwinden kann, dass ja hauptsächlich die hauptamtlichen Mitarbeitenden in der Kirchgemeinde den Einkauf übernehmen und es eben für Kirchenvorstehende relativ schwierig ist, da sozusagen ranzukommen an das Thema. Ja.
Ich persönlich habe noch eine Frage und zwar auch zu diesem Grabstein, ob da irgendwie Informationen zu vorliegen, wie groß da die Preisunterschiede eigentlich sind zwischen hier vor Ort Naturstein und importiert. Also im Laufe der Jahre habe ich auch gelernt und jetzt ist es uns allen klar, dass regional vor überregional geht. Ja, ich habe wirklich bis vor kurzem noch sehr bewusst auch fair gehandelten Wein im Weltladen gekauft, auch weil ich die Kooperativen unterstützen will und der, ich mache Werbung, der Wein aus Südafrika wirklich im Weltladen in Leipzig sehr gut schmeckt, also meinen Geschmack trifft. Aber ich gehe jetzt tatsächlich über Bio-Weine aus der Region, größeren Region, zu kaufen. Und ansonsten ist es auch so, dass da gibt es ganze Kochbücher. Habt ihr vielleicht noch Kochbücher übrig vom Klimagerechtigkeitspilgerweg? Also was für wunderbare Rezepte mit den einheimischen saisonalen Produkten gekocht werden können. Also das ist, glaube ich, jetzt uns allen klar. In Leipzig, ich kann am meisten von den Erfahrungen in Leipzig reden, deswegen andere haben vielleicht auch regionale Erfahrungen. In Leipzig gibt es einen Einkaufsführer, da sind alle Läden aufgeführt, die öko- und faire Produkte verkaufen. Also heißt Einkaufsführer. Man kann vielleicht auch mal in die Suchmaschine eingeben, Einkaufsführer Region Erzgebirge oder so. Vielleicht gibt es da auch schon was. Ich komme erst noch zu den Grabsteinen. Vor 2 Jahren ist meine Mutter gestorben und da waren wir ja schon sehr weit mit der Initiative Grabsteine. Und da habe ich meine Familie mühsam überzeugt, Rochlitzer, wie heißt das, Granit oder so, zu verwenden. Und also das ist schon erheblich teuer. Ich glaube, man kriegt Grabsteine aus Indien für 200 € und wir haben gleich mal das Zehnfache ausgegeben. So, meine nächste Überlegung tatsächlich hat meine Tochter mich also ganz sachlich und ganz gut schon gefragt, wie willst du es denn machen? Und ich bin jetzt der Meinung, Holz, schönes Holzkreuz reicht. Ich muss da keinen Stein haben. In 30 Jahren fragt niemand mehr nach mir. Also ich würde jetzt Holz empfehlen, ehrlich gesagt. Aber das kann man im Gespräch mit den Steinmetzen natürlich nicht bringen, das Argument. Aber wenn wir jetzt alle auf Porphyr, heißt Rochlitzer Porphyr, zurückgreifen, ist dort bald alles, auch dort bald alles abgebaut. Ja, so viel erstmal. Und ja, die Einstiegshürden überwinden. Also dafür sind halt die Bildungsreferentinnen auf Landeskirchenebene eingestellt, dass sie mit denen, die vor Ort was umsetzen wollen, auch Konzepte erarbeiten, wie ich das schon angedeutet habe. Ich kenne eine Gemeinde, wo der Kirchenvorstand, um mal mit einem schlechten Beispiel anzufangen, tatsächlich gespalten war und es ist nicht gelungen, den fair gehandelten Kaffee einzuführen. Und ein Argument beim Kaffee gibt es immer noch, ja, der wird ja gespendet und die alten Leute können wir nicht überzeugen davon, den teuren Kaffee zu kaufen. Da muss man sich dann vielleicht Leute suchen, die sagen, ich spende den, also ich spende den jetzt in meiner Gemeinde, den fair gehandelten Kaffee. Aber das kann man natürlich nicht verlangen von Aktiven, die sowieso schon selber viel investieren. Aber nur mal, um zu sagen, dass es ganz schwierig ist, aber da rate ich tatsächlich, 2, 3 Leute gibt es eigentlich in jeder Gemeinde, die mal ausfindig zu machen oder die gibt es vielleicht schon, die da gerne mit
denken würden und wie gesagt, nicht den Kirchenvorstand überfallen mit einer langen Liste, sondern eben mal, was wir selber denken, welches Produkt als erstes eingeführt wird oder als zweites, das dann mal durchzudeklinieren. Beim Kaffee ist das eigentlich auch gar kein Problem. Das kostet pro Tasse 2,5 Cent oder so mehr. Also wenn man in einer Gemeinde den einführt, in Leipzig haben wir seit Jahren den Leipziger. Und der Leipziger, der also fair gehandelte Kaffee, der wird sogar in Kaufhäusern angeboten. 5 Tonnen werden da in Leipzig verkauft. Ich glaube, jetzt von den 6,7% haben wir 3 schon abgenommen, 3%. Und der ist so gut, dass man da gar nicht so viel braucht wie bei anderen Cafés. Und wenn, wie gesagt, entweder nahegelegener Discounter oder Weltladen einfach mal auch das zum Gesprächsthema machen in einem Kreis. Oftmals die Frauenkreise sind immer sehr engagiert und motiviert. Wenn man da anfängt, die bringen dann schon einiges auf die Beine und dort dann halt auch mal ein paar Produkte einkauft und die quasi zeigt. Mhm. Ja, vielen Dank für die zahlreichen Anregungen, wie man das angehen kann, ne, mit guten Argumenten. Fair gehandelter Kaffee ist gar nicht so viel teurer, wie man vielleicht vermeintlich denkt. Ne? Kreative Lösungen zu suchen, wie die Spendenlösung, ne? Oder sich auch Unterstützung zu suchen in bestimmten Kreisen, wo das eben auch auf fruchtbaren Boden fällt und immer Step by Step vorzugehen, nicht gleich alles den großen Wandel zu wollen, sondern vielleicht an dem einen oder anderen erstmal zu beginnen. Vielen Dank, Christine Müller. Mhm.